Creepypasta. Richtig gruselige Nudeln. Federico! Oder natürlich Geschichten, die ihr euch 30 Minuten vorm Schlafen anschaut, um euch dann zu wundern, warum ihr nicht schlafen könnt. Ich, warum schlafe ich so schlecht? Aber auch ich. The Death of 20 Persons caused by a cursed video game. Schau ich mir an. Creepypastas, quasi die moderne Version von Gruselgeschichten, die ihr euch früher auf Klassenfahrten erzählt habt. Lagerfeuergeschichten ohne Lagerfeuer im Internet. Und mit mehr Jeff the Killer Jumpscare. Schocker. Und da gibt es einige Klassiker, die irgendwann jeder unser Mew unterm LKW wirklich geglaubt haben. Zum Beispiel das Lavandia-Syndrom. Lavandia fanden wir damals in der ersten Generale gruselig, okay? Aber nicht, weil da nur 3 bewohnte Häuser waren und auch nicht wegen des Pokémon-Turms, also dem Friedhof, wo der Rivale einfach sein von uns ermordetes Radikal besuchen will und wir ihn nochmal verprügeln und dann aufs Grab pissen. Fucking Pokémon war wild. Nein, das, was uns allen eine Gänsehaut beschert hat, immer und immer wieder war der Soundtrack dieser tristen Stadt. Und ihr wisst es vielleicht, diese Musik hat Menschen wortwörtlich bis in den Tod getrieben. Ganz ähnlich wie eine verfluchte Cartridge von Zelda Majora's Mask. Und vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Cleverbot gefragt, was mit Ben damals wirklich passiert ist. Vielleicht nicht, dann könnt ihr ja noch machen. Und damit herzlich willkommen zu Schaugeschichten mit Schmalte. Maltes gruseligen Zwillingsbruder, Patent Pending, Merch coming. Aber haut mir mal lieber eure liebsten, gruseligsten, schlimmsten Creepypastas in die Kommentare, damit wir am Ende einen schönen Nudelauflauf machen können. Und ich weiß. Creepypastas sind ja schön und gut, machen Spaß, ne, kann man sich gut mit beschäftigen, Deep Dive in ein Thema machen. Aber hands down, die sind gar nicht mehr so gruselig, wenn man da länger als 666 Sekunden drüber nachdenkt. Um 3 Uhr morgens. Satan! Und trotzdem gab's und gibt's immer wieder Leute, die wirklich denken, dass diese Creepypastas auf realen Geschehnissen basieren. Ich hab's ja kurz angeschnitten. Der Klassiker und unserer Kindheit. Ich hab's damals in der roten Edition perfektioniert, so schnell wie es geht, aufs Fahrrad zu steigen, nur um diese Kackmelodie nicht hören zu müssen. Speedrunner wären stolz auf mich. Aber wirklich, ich hatte legit Angst davor. Aber gar nicht, weil ich den Mythos damals schon kannte. Ich fand's einfach nur unheimlich. Genau deswegen funktioniert Lavandia. Die Creepypasta. Oh. Und wir können ja auch noch froh sein mit unseren europäischen, amerikanischen Versionen von Pokémon. Ne? Wir haben weder die originalen Sprites von Mew. Was bist du noch? Die gefährliche Version der Lavandia-Musik. Die hatte nämlich, um noch gruseliger zu sein, binaurale Beats in der Melodie. Und ja, es heißt binaural, nicht neural. Man hört ja nicht mit dem Hirn, sondern mit den Ohren. Lateinisch Auris. The more you hear... Aber das Gehirn verarbeitet das, was man hört. Egal. Binaurale Beats sind tatsächlich ein interessanter Sinneseindruck, der entsteht, wenn man auf beiden Ohren einen leicht verschobenen Ton hört. Alther bekannt als Krach. I'm sorry, nicht gruselig. 440 Hertz auf dem linken und 430 Hertz auf dem rechten Ohr hört sich dann ein bisschen so an, als hätte jemand einen Wah-Wah-Effekt drüber gelegt. Also der Ton titscht hin und her, obwohl beide Töne normal abgespielt werden. Was hat das jetzt mit Lavandia zu tun? Diese Frequenzen in der Musik von Lavandia, in der japanischen Edition, waren vor allem für Kinder wahrnehmbar und haben bei mehreren japanischen Schulkindern Kopfschmerzen, Halluzinationen, Panikattacken, unkontrolliert, aggressives Verhalten, Nasenbluten und sogar Suizide hervorgerufen. Die haben Pokémon gespielt und sind gestorben! Und nachdem über 200 Kinder von uns gingen, hat man sich dazu entschieden, die Musik auszutauschen. Nicht lustig. Aber ich meine, meine Augen haben auch geblutet, als ich Legenden Arceus gespielt habe. Und der Patch... Wie herzerweichen, danke Nintendo. Ist euch das beim Spieltest nie aufgefallen, dass da auf einmal Kinder vom Stuhl fallen und fucking Nasenbluten kriegen? Aber wait a minute. Ich esse ja auch nichts Scharfes und habe dann ein gebrochenes Bein. Wirken das zusammen. Und ich verstehe, Lavandia ist vielleicht der gruseligste Ort aller Pokémon-Spiele und früher zur Zeit dieser Creepypasta waren wir auch nicht so mit den Japanern vernetzt und da hätte man sonst was erzählen können. Zum Beispiel Mew unterm LKW, Alter. Das ist also alles fake. Und trotzdem glauben es immer noch Leute, aber wahr wird es dadurch trotzdem nicht. Und wer jemand von euch schreibt in die Kommentare, doch mal, es gibt eine Beta-Version von der Melodie, die klingt voll seltsam, weil das nicht original ist. Schreibt mir mal lieber was Nettes in die Kommentare. Wie sehe ich heute aus? Nein, aber was ist euer Lieblings-Pokémon aus der ersten Gen? Und wenn ihr schon da unten seid, dann könnt ihr direkt ein Abo da lassen. Und vielleicht das Geisterglöckchen klingeln lassen. Buh! Sonst kommt nämlich Jeff the Killer zu euch nach Hause. Ach du Scheiße. Alter, ich bin gestorben, weil ich mal das Video nicht geliked habe. Ja, das könntest du sein. Aber bleiben wir doch mal bei Nintendo. Die geben anscheinend gerne die Grundlage für gruselige Creepypasta. Ach, ja, der N64. Bioptisches Bild oder warum sieht das so scheiße aus? Habe ich meine 3D-Brille vergessen? Ist das überhaupt 3D? Aber weg von Pokémon. Ihr kennt ja alle Zelda. Die kleine blonde Prinzessin. Spaß, ich weiß doch, dass der Metroid heißt. Der gruseligste Teil der Serie, Majora's Mask, hat nochmal eine ganz eigene Geschichte hervorgebracht. Ben drowned. Ben hat getrunken! Feierabend! Ah nee, das heißt natürlich, Ben ist ertrunken. Feierabend. Im fernen Jahre 2009, also quasi in der Steinzeit, hat sich ein Junge namens Jedusabel auf einem Flohmarkt eine
besondere Version von Majora's Mask gekauft. By the way, immer Classic Setup dafür, dass irgendjemand in den Tod gestrudelt wird. Flohmarktkäufe von seltsamen Leuten. Deutsche Creepypasta, eBay Kleinanzeigen. Was letzte Preis? Ja, kurz erschrocken. Aber was gehört zu jeder spannenden Geschichte einfach dazu? Richtig, was zum Trinken, zum Rehydraten, denn Hydrierung ist wichtig, vor allem jetzt im Sommer. Aber diese Planetion von Wasserstoff an andere chemische Elemente klingt dir so für sich einfach zu geschmacklos und fade? Alles klar. Wie wär's stattdessen mit dem vollen Geschmack Sommer? Gönnt ihr dafür einfach über den ersten Link in der Videobeschreibung oder diesen QR-Code eine riesige Portion Eistee von Pfanner im Gewinnspiel. Und der Mensch besteht ja aus über 70% Wasser, auch im Winter, also geht's hier direkt um den ganzen Jahresvorrat Eistee von Pfanner, okay? Und den kannst du zusammen mit dem Merch-Paket einfach so im Gewinnspiel abstauben. Alles, was du tun musst, um daran teilzunehmen, ist ein Bild auf Instagram mit deiner Lieblings-Sommeraktivität und dem Hashtag fantastisch zu posten. Und das beste Bild wird sogar vom Pfanner-Account repostet und bekommt einen zusätzlichen Preis. Also gönn dir die Erfrischung und teste dich durchs komplette Eistee-Sortiment. Dann können wir auch endlich die Frage klären, welcher Eistee-Geschmack der beste ist. Lemon Lime. Es gibt ja nur eine richtige Eistee-Sorte, nicht wahr? Welches Team bist du? Pfirsich oder Lemon Lime? Oder was ganz anderes? Ich bin da ja unparteiisch. Lemon Lime. Der Geschmack erinnert mich einfach an lange Grillabende mit Freunden oder ans Freibad, als ich statt einem Körper einen Bauchplatscher vom 5-Meter-Brett gemacht habe und danach was zum Trösten brauchte. Ach, sauer ist nicht so deins. Ach, kein Ding. Es gibt ja auch noch die anderen drei Classic-Pfanner-Eistee-Sorten. Also freu dich einfach auf deinen persönlichen Lieblingsgeschmack. Pfirsich, Lemon Lime, Waldbeere oder Wildkirsche. Mein Pro-Tipp: Schön eisgekühlt trinken, kickt den Geschmack nochmal auf ein ganz anderes Level. Also, erster Link in der Videobeschreibung, bringt euch zum Gewinnspiel und jetzt zurück zum Gruseln. Jedusable ist also ab nach Hause. Majora's Mask in den N64 rein. Hat nicht geklappt, dann mal raus. Reingepustet, rein, ging. Und dann hat er festgestellt, auf der Cartridge war noch der Spielstand des Vorbesitzers, einem Jungen namens Ben. Und keine Ahnung, wie ihr das handhabt, aber er hat ihn einfach bestehen lassen, ich hätte ihn gelöscht. Aus Respekt hat er das aber nicht gemacht. Beim Durchspielen fiel ihm dann aber auf, dass irgendwas ein bisschen seltsam war. Es gab einige Spielfehler und irgendwann wurde er von der Figur, die ihr mit einem ganz bestimmten Song erstellen könnt, beobachtet und verfolgt. Als er das Spiel dann neu starten wollte, um das Problem vielleicht irgendwie zu beheben, wurde ein neuer Spielstand unter dem von Ben erstellt. Zusammen stand dort Ben Drowned. Dum, dum, da! Ben hat sein Seepferdchen nicht gemacht. Gruselig, juhu. Aber für Jedusable gab es nur eine rationale Erklärung. Der Geist von Ben war im Spiel drin. Und ich weiß, es ist eigentlich eine gruselige Geschichte. Und es gab einige, die da wirklich dran geglaubt haben. Aber sorry, Alter, das war ein N64. Wisst ihr, wie wenig Speicher die Module hatten? Da passt nicht mal ein halber Geist rein. Da brauchst du nur das N64-Doppel-D-Disk-Drive. Und das... Das war wirklich verflucht. Aber der gute Jedusable hielt seine Ereignisse mit dieser verfluchten Cartridge natürlich online fest. Und irgendwie hat Bens Geist es dann ins Internet geschafft oder auf Jedusables PC und hat dann mit dem Cleverbot gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist er vom N64 darüber geflogen? Egal. Bis hierhin relativ komplexer Datenaustausch auf jeden Fall. Und by the way, der Chatbot ist auch immer noch auf demselben Level wie damals. Manchmal fühle ich mich allein wie ein Segelschiff im All. Okay, ihr wisst schon, ja, diese komische KI, mit der 2013 Hype-YouTube-Videos gemacht hat. Mein Freund hat mich verlassen, weil ich immer furze. Ganz klar Dinge, die ein Geist so schreiben würde. Die Dinge wurden aber immer und immer seltsamer. Im Spiel fing Jedusables Charakter manchmal einfach Feuer und verbrannte oder er lag einfach nur offenbar tot herum und konnte nichts tun. Nachdem Ben nicht nur über den Cleverbot mit Jedusable gesprochen hatte, sondern auch noch seinen Hintergrund veränderte und selbstständig eigene Dateien auf 4chan und YouTube geladen hatte, gab es für Jedusable nur noch eine, wieder völlig rationale Lösung. Das Spiel und sein PC vernichten. Feuer! Und nach diesem Entschluss wurde er nie wieder gesehen. Okay. Aber genau deswegen habe ich den Cleverbot nochmal befragt, was mit Ben wirklich passiert ist. Was ist mit Ben passiert? Er ist betrunken. Entwarnung, Leute. Ich habe mich natürlich nicht damit zufrieden gegeben. Und dann habe ich weitergefragt, was ist mit Ben passiert? Er ist gestorben. RIP. Woran? Linksherzsyndrom. Thema durch, dachte ich, aber der Cleverbot wusste noch mehr. Ben ist nämlich gegen Wasser gefahren und in einem Autounfall gestorben, weil er mich gesehen hatte. Mich? Sag doch jetzt, woran ist der gestorben? An deiner Hässlichkeit! Jo, Ben ist also an meiner Hässlichkeit gestorben. I'm sorry. Oder er ist im Kühlschrank. Oder beides. Gruselig. Aber gute Story doch eigentlich. Ja, auch hier gab es Leute, die wirklich dachten, dass es dieses verfluchte Spiel wirklich gibt. Aber mal davon ab, dass ich noch nie davon gehört habe, wie ein Geist ein Videospiel einfach umprogrammiert, ist der Erfinder dieser Geschichte immer noch ziemlich lebendig. Und deshalb hat er die Geschichte 2020 auch beendet. Über 10 Jahre hat es gedauert. Aber es kam irgendwie noch ein Kult rein, der nach Unsterblichkeit getrachtet hat. Jedusable war irgendwann selbst im Spiel, war wild. Könnt ihr gerne alles im offiziellen Wiki nachlesen. Es gibt ein Wiki dafür.
Also gut möglich, dass Ben Drowned einfach eine der, wenn nicht die am besten geschriebene Creepypasta ist, die Stand jetzt das digitale Licht der Welt erblickt hat. Ganz im Gegenteil zu Jeff. Jeff. Ich heiße Jeff. Nein, nicht der hier. My name is Jeff. Okay, nein, es reicht. Den hier. Jeff the Killer. Super bekanntes Bild, wird gerne für gruselige Thumbnails benutzt. Wie zum Beispiel das hier. Aber wer oder was steckt hinter diesem Jeff? Eigentlich vermag ich meine Jeff. Ein super normaler Dude, der mit seinen Eltern und seinem Bruder umgezogen ist. Gruselig! Wie das aber in einem neuen Ort in Amerika so ist. Die Neuen werden erstmal ausgeraubt und gemobbt. Jeff fand das Ganze jetzt nicht so geil und hat sich und seinen Bruder entsprechend verteidigt. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass er das eigentlich ziemlich geil findet, Leute zu verprügeln. Ja, der hat einfach krasse Glückshormone bekommen, weil er Mobber geboxt hat. Can relate ein bisschen. Ein paar Tage später waren Jeff, sein Bruder und die bösen Buben, die sie überfallen haben, dann auf einer Party. Und dann haben sie natürlich Jeff wieder gemobbt, nachdem sie verprügelt wurden. I don't know. Und Jeff? Jeff hat einen von denen umgebracht. Klingt komisch. Ist aber so. Und das hat ihm dann die Dopaminexplosion seines Lebens gegeben. Der war noch nie so glücklich. Ha! Tot. Na, schaut ihn doch mal an, wie der sich freut und grinst. Und warum sieht der so aus wie ich nach jedem Winter, Alter? Bisschen wenig Vitamin D, mein Freund. Aber nee, die Lösung für sein Aussehen ist ganz simpel. Er wurde auf der Party danach mit Wodka überschüttet und angezündet. Why? Man kennt's ja da. Haut so weiß wie Schnee. Nach einer Verbrennung dritten Grades. Deshalb war Schneewittchen bestimmt auch so weiß. Warte mal, rote Lippen, Ebenholzhaare. Jeff ist Schneewittchen. Ja, witzig, ja. Da kommt der Prinz an und will die küssen. Was ist auf der Pizza Schneewittchen drauf? Fand er aber irgendwie auch gar nicht so schlimm. Ne, wer braucht schon Haut und Augenlider? Direkt aus dem Krankenhaus ist er dann losgegangen, um den Rest umzubringen. Aber alle. Bisschen drastisch, aber okay. Und seitdem geht das Gerücht um, dass Jeff the Killer irgendwo da draußen sein Unwesen treibt, durch offene Häuser einsteigt und Menschen entführt und tötet. Das ist die langweiligste Origin-Story, die ich jemals gehört habe, Alter. Next. Experimente mit echten Menschen sind ja naturgegeben immer irgendwie ein bisschen spooky. Keine Ahnung, vielleicht ist es, weil wir wissen, dass Tierversuche auch irgendwie mal ein bisschen unschön sind und deshalb müssen Versuche mit Menschen ja mindestens genauso schrecklich sein. Wie zum Beispiel das russische Schlafexperiment. Prost! Leute, wir haben einen Baum gepflanzt. Ja. Nee, nicht das. Aber danach habe ich gut geschlafen. Ich meine den Versuch von 1947. Ach, schau mal. Oculus Gift. Da haben sowjetische Wissenschaftler 5 Menschen in einem Raum mit genug Essen eingesperrt und wollten herausfinden, was passiert, wenn diese Probanden 30 Tage lang nicht schlafen. Ich nenne das die Gamescom-Woche. Dazu wurden die Insassen mit Mikro und durch einen einseitigen Spiegel beobachtet. Außerdem wurde natürlich dann ein Gas in den Raum geleitet, das das Einschlafen verhindern sollte. In der Kirche Weihrauch in Berlin. Kein. Also Big Brother, aber klein. War nur eine Kamera und ein Mikro. Die erste Woche war alles super. Erst nach 9 Tagen fing eine Person an, unkontrolliert zu schreien, bis seine Stimmbänder rissen. Danach hat er die Schlümpfe-CDs aufgenommen, das wissen viele nicht. Und die anderen, die haben den einfach nicht beachtet. Erst als der zweite einige Tage später ebenfalls anfing zu schreien, veränderte sich die Situation. Die haben dann Bußzeit mit Kacke bestrichen und vor den Spiegel geklebt, damit sie nicht mehr beobachtet werden können. Ich kann nichts dafür, Alter. Das ist die Creepypasta. Auf Blatt. Hatten dann wohl das Skript für fantastische Tierwesen in der Zelle dabei. Cool. Danach wurde es still in der Kammer. Nach 15 Tagen entschieden sich die Wissenschaftler, das Experiment abzubrechen, weil sie nichts mehr aus der Kammer hörten. Nett, Alter. 15 Tage später, 2 Wochen, alle tot. Die Insassen hatten aber auf ein Ende des Experiments gar keinen Bock. Sie hatten Angst davor, einzuschlafen, wenn das Gas abgeschaltet und die Tür geöffnet werden würde. Als die Forscher dann aber trotzdem rein sind, war einer der 5 bereits tot und die anderen grausam entstellt, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Beweise! Facts! Die haben angefangen, sich selbst aufzuessen, hatten tödliche Verletzungen, waren aber trotzdem noch lebendig. Weil das Böse des menschlichen Geistes, das eigentlich durch Schlaf im Zaum gehalten wird, sie am Leben hielt. Aber weil die restlichen Überlebenden einfach mal so die Sicherheitsleute angriffen, wurden sie alle nacheinander erschossen und waren dann nicht mehr überlebend. Das ist schon echt gruselig, oder? Naja, geht so. Der offizielle Weltrekord im lange Wachbleiben liegt bei insgesamt 11 Tagen, also fast so lang, wie das Experiment in der Story ging. Und generell hat man auch schon öfter untersucht, was mit Leuten passiert, die nicht schlafen. Wurden die zu degeneriertem, bösartigem Biomüll? Nee. Die haben halt irgendwann Konzentrations- und Wahrnehmungsschwächen bekommen und waren ein bisschen teilnahmslos, wie ich bei Fantastische Tierwesen 3 im Kino. Aber das war's halt. Nach 2-3 Nächten waren die wieder fein. Bei mir hat's länger gedauert. Grindelwald. Gut, aber wo kommt dann dieses absolut gruselige Bild her? War das ein echt guter Photoshop-Job? Oder war das ein echter, entstellter Mensch? Eine Mumie.
Nö, das war einfach eine wirklich hässliche Halloween-Deko der Firma Morbid Enterprises mit dem Namen Spesm. Habe ich gerne für euch rausgefunden. Wenn sich das Teil jemand kauft, schickt mir gerne ein Bild auf Instagram. Stattdessen könnt ihr aber das Geld auch einfach als Superfenster lassen, Alter. Damit kaufe ich mir einen Kaffee. Müsst ihr aber natürlich nicht. Und die letzte Theorie ist tatsächlich noch wirklich frisch und wird in diesem Moment immer weiter mit Content befeuert. Zum Beispiel von Sef, der ist süß. Hallo. Ihr habt doch bestimmt schon mal was von den Backrooms gehört, oder? Nicht die Bangrooms, die Backrooms. Sag Sef mal, er soll wieder FNAF spielen. Hört auf, entspannt euch. Die Backrooms sind tatsächlich, bis zu einem gewissen Punkt, eine echt interessante Theorie. Ne? Die sind nicht das Multiverse of Madness, sondern einfach das Multiverse of Versicherungsbüro. Denn es gibt ja unterschiedliche Annahmen über das Paralleluniversum und den ganzen Shit. Die Backrooms sind quasi eine Horrorversion davon. Mit gelben Tapeten. Demnach existiert eine Parallelwelt zu unserer, die nur versehentlich durch Noclips an den richtigen Stellen betreten werden kann. Und ja, Noclip, wie in Spielen, wenn euer Charakter einfach aus der Welt fällt. Wenn euch das in der echten Welt passiert, dann landet ihr eben in diesen Backrooms. Einer Welt aus endlosen Gängen, verschimmelten Teppichen, ausgeblichenen Wänden und Leuchtstoffröhren bis in alle Ewigkeit oder mit anderen Worten Berliner Bürgeramt. So wie auf diesem Foto. Und wenn ihr Pech habt, dann trefft ihr auf die Wesen, die dort leben und die haben nicht euer Bestes im Interesse. Beamte sind gruselig, okay? Aber not gonna lie, die Backrooms sind auf jeden Fall irgendwie eine spannende Sache, weil halt wirklich aktuell Kurzfilme, Videospiele und Geschichten drumherum gesponnen werden. Ein quasi neues Konzept auf einer seit Jahrtausenden bestehenden Idee über Parallelwelten. Warum auch immer die jetzt aussehen müssen wie abgefuckte verlassene Büroräume. Keine Ahnung, Mann. Ikea zu Primetime fände ich jetzt gruseliger. All die an der Kasse werden Opa Bargeld sucht. Aber gut, ich habe das ja nie erfunden. Was haltet ihr von den Backrooms? Glaubt ihr an die Backrooms? Schreibt's mal in die Kommentare. Und bevor ihr jetzt schlafen geht, guckt euch lieber dieses Video an. Mit ein paar Mythen an die Leute, die da wirklich glauben. Klickt drauf, bevor ihr aus der Realität fallt!